So, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Im letzten Part haben wir mit dem Film Eine neue Hoffnung begonnen und jetzt setzen wir die Reise im Mos Eisleys Raumhafen zusammen. Wir sind ja nicht die ganze Zeit schon auf Mos Eisley, beziehungsweise in der Bar von Mos Eisley, aber natürlich gibt es dazu auch noch ein Level, denn das Kapitel 3 von Eine neue Hoffnung heißt so wie Mos Eisleys Raumhafen, genau. Auf der Suche nach einem Piloten, der sie zum weit entfernten Planeten Alderaan bringen kann, reisen Luke Skywalker und der alte Ben Kenobi im Landgleiter zum Mos Eisley Raumhafen. Hier, mitten unter den gefährlichsten und düstersten Gestalten von Tatooine, hoffen sie jemanden zu finden, der mutig oder närrisch genug ist, ihnen bei ihrer Mission zu helfen, R2-D2s Geheimdaten der Rebellenallianz zu überbringen, doch die imperialen Truppen sind überall. Jetzt war der Fließtext wieder ein bisschen kürzer. Tschüss R2, dann nett mit dir. Und R2 denkt sich so, ja, ja, schön. Hättet ihr nicht warten können. Naja. Ihr kommt nicht vorbei. Doch, ihr kommt vorbei. Ja, ja, ihr kommt, ja, 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 ja. Okay, ihr dürft doch vorbei. Kein Ding. Wunderschön. Gut. Ein Magmus Eislied in diesem Raumhafen irgendwie. Na, allgemein diese Stadt hier. Das Level war wieder eins der Level, die ich glaube ich ein bisschen mochte aus Star Wars, also aus der Episode 4. Aber Episode 4 fand ich so von den Leveln her mit am schwächsten, glaube ich sogar. Also es trifft zwar wahrscheinlich alles ganz gut so insgesamt von denen, von dem, was man spielen will, aber ich weiß nicht. Ich finde die Level alle so meh. So meh. Bist da so langgezogen auch so. So unnötig langgezogen teilweise. Ich mag so unnötig langgezogene Level halt einfach irgendwie nicht. So, könnte ich mal bitte hier die Treppe aufbauen, ohne dass ihr mich behindert? Das wäre schön. Oh, komm schon. Muss das sein? Bin doch nur ein Jedi-Ritter. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, das Würm. Um Himmels Willen. Boah, es ist nervig. Kann ich hier nicht irgendwie was machen? Kann ich da hochspringen und die erstmal killen? Oder so? Irgendwie sowas in die Richtung. Okay. Geht ihr erstmal bitte sterben. So, Dankeschön. Dankeschön, sagte ich. Wenn ich Dankeschön sage, dann heißt es auch Dankeschön. Ich möchte nicht weiter mit euch zu tun haben. So, jetzt bitte aber hier schnell die Treppe aufbauen und dann schickt mir mal schnell C3PO hoch. Genau. Damit sich unten der Bereich öffnet. Das wäre ganz schön. Das wäre ganz schön schön. Genau so. So, mach auf die Kacke hier. Mach auf die. Mach auf das Tor. Mein lieber C3PO. Also, ich dachte, wir treffen jetzt schon auf Han Solo, aber nö, noch nicht. Noch nicht, da war es noch ein bisschen zu früh für. Minimal zu früh. Minimal zu früh gefreut, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ach komm. Ja, ein Klonkrieger. Die Klonkrieger nerven mich aber auch irgendwie ein bisschen, also ich weiß nicht. Vor allem, was ich halt an den späteren Leveln nicht so mag, irgendwie, ich habe das Gefühl, die ersten Level haben mehr so auf Rätsel gesetzt und die hinteren haben dann so auf Gegner-Gespamme sehr viel gesetzt. Habe ich das Gefühl, ich weiß nicht. Ich meine, zu Star Wars an sich passt es ja, aber irgendwie ein bisschen too much, finde ich, teilweise. Ist halt irgendwie nicht so toll. Aber, naja. Was soll's, ne? Ich will mich nicht beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger. Lol. Okay, achso. Ah, wenn man so ein Power-Up hat, ist man auch ein bisschen auf Speed. Okay, das wusste ich gar nicht. Bisschen auf Speed und Crystal Meth, scheinbar. Auch schön zu wissen. Das erfahre ich jetzt erst. Okay, da oben ist Minikit, an das wir noch nicht dran wollen. Hier können wir was ausbuddeln oder so ähnlich. Komische Dinge hier. Komische Dinge geschehen. Ah, jetzt müssen wir uns doch so ein... wie heißen die denn? AT-AT, glaube ich, basteln. Wenn mir nicht alles täuscht. Mach mal hier auf R2. R2 sagte ich, nicht C3. C3PO, du wurdest schon gebraucht. Nimm dir das nicht zu Herzen, dass ich dich jetzt nicht nochmal brauche, aber... Du nervst.
Danke. So, und jetzt? Hallo? Es fehlt ja noch. Oder fehlt... Hä? Irgendwas muss ja noch fehlen, wa? Muss ich ja alle Mülleimer aufmachen? Nö, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was fehlt denn noch? Dun, 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 dun. Da war hier noch irgendwie was? Nö, ja auch nicht. Da ist der Kopf sozusagen von dem Ding. Was ist hier drin? Gar nichts. Rein gar nichts. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass hier rein gar nichts drin ist. Ah, hier ist noch was. Okay. Gut. Haben wir dann auch alle Einzelteile bald mal? Oder immer noch nicht? Doch, ich glaube, jetzt haben wir alle Einzelteile, oder? Jetzt können wir das Ding zusammenbasteln. Das ist doch auch gut. So, ein Bein, zweites Bein, drittes Bein, nein, Spaß. So, und der Kopf. Der Kopf noch drauf und dann haben wir so einen Teil. Jetzt dürfen wir da rein? Ja, dürfen wir gleich. Also, in Kürze. Hey, nicht, nein. Arschloch. Tut mir leid, das ist für den Ausdruck, aber was übernimmt dieser Sau das einfach und macht mich danach platt. Das finde ich nicht gut. Komm schon. Das reicht aber mal. Das ist aber auch mal gut, mein Freund. Halt mit der Macht. Oder auch nicht. Komm, raus mit dir. Raus mit dir, du Sau. Finde ich nicht okay, was du hier anstellst. Das hab ich mir fein säuberlich zusammengebaut und da hast du gar kein Recht, das eiskalt zu klauen wieder. Das finde ich nicht gut, mein Freund. Bitte, bitte wiederhole das nicht noch einmal. Dankeschön. Nein. Ach nee. Ach nee. Warum denn beide? So, jetzt bitte dich hier erstmal killen. Komm schon. Olle Sau. So, jetzt bitte hier die euren Klonkrieger vernichten endgültig. Och, die sind aber auch so saunervig zu besiegen, wenn sie halt auch außerhalb sind und wir in dem AT-AT-Ding sind. Alle Drecksdinger. Blöde Klonkrieger. Naja, immer noch besser als Droiden. Und jetzt dürfen wir auch endlich in die Kantine rein, ne? Naja, wir sind nahe der Kantine. Wir sind eigentlich quasi in der Kantine. Hallo? Achso, ah ja. Das war ja hier. Droiden müssen draußen bleiben. Das sehe ich aber nicht ein. Was können wir denn dagegen tun, dass Droiden draußen bleiben müssen? Skywalker, kannst du was tun? Ah, okay. Wollte gerade sagen, hier. Müsste doch irgendwie was gehen. So, Droiden müssen gar nicht draußen bleiben hier. Es ist kein diskriminierendes Lokal in meiner Ansicht, aber wenn die das so meinen. Aber nein, ich sage, nein, das geht so nicht. Wer hat zuerst geschossen? Ganz klar, Han Solo. Und der hat ihm halt einfach mal den halben Körper weggeschossen. Ist okay. Kann man mal machen. Die Charaktere in dieser Bar waren aber auch zu toll teilweise. Der verliert erstmal seine Arme. Glaube ich zuletzt noch seinen Kopf, ne? Ja, oder alles einfach. Und der denkt sich so, oh, krieg's auf aus und lauf ganz schnell nach Hause. Ist okay. Ja, Chewbacca gab's hier auch in dem Level sozusagen, beziehungsweise in dem Abschnitt dann kam der dazu. Ja, ich leih euch mein Schiff, nehmt ruhig. Achso, okay, das Level war noch nicht vorbei, ich dachte das Level wäre schon vorbei, aber ja. Was erwarte ich eigentlich? Ich hab doch gesagt, die Level hier sind extrem lang teilweise. Sind sie ja wirklich, der komische Schnüffler-Typ hier, naja. Stimmt, den gab's auch noch, den komischen Schnüffelmann. Wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, aber so eine Art Schnüffler, Kopfgeldjäger, was auch immer. Komischer Charakter auf jeden Fall. Finde ich persönlich. So. Ich kann mich auch überhaupt null an den erinnern aus dem Film, aber ich kann mich auch an fast gar nichts aus dem Film erinnern, von daher. Nehmt ihr es nicht zu krumm, nicht wahr? Aber an denen so. Also es gibt ja so Charaktere, an die erinnert man sich immer, aber...
der jetzt oder auch diese komischen auf Kamino, die komischen Leutchen da. Ich nicht so gar nicht. Hab ich so gar nicht im Kopf einfach. So, wie geht das hier? Also, okay. Sprengen wir uns einfach mit in die Luft. Kein Ding. Kein Ding für mich. Ist okay. Ja, ja. Haben wir ja verstanden, dass wir dich verfolgen müssen. Ich hoffe, das nächste ist dann Fahrzeuglevel, damit wir. Also, ich hoffe eigentlich nie auf Fahrzeuglevel, aber. Damit das Level halt. Ne, damit der Part nicht allzu lang wird, wisst ihr? Also, es ist halt der Partlänge dann geschuldet, dass ich es nicht ganz so lang haben möchte wie sonst. Dass ich den Part nicht unbedingt ultra lang haben will. Ist halt besser dann, wenn der nicht so ultra lang ist wie der letzte Part. Der letzte Part war halt schon relativ lang, fand ich. Also 27 Minuten, glaube ich, hatten wir da. War nicht ohne. Aber gut, die Level jetzt hier, glaube ich, sind sowieso alle ein bisschen länger insgesamt. So, wie ging es denn hier jetzt weiter? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Da kamen wir nicht weiter. Da brauchen wir einen Sith Lord an sich so erstmal. Können wir uns mit den Dingern irgendwie hoch? Können die Dinger uns hochkatapultieren oder wie war das? Ja, doch. Okay. Irgendwie sowas hatte ich noch im Kopf gehabt, dass man mit den Dingern sich an sich hochkatapultieren kann. Dann setzen wir uns erstmal ein Helmchen auf. Das ist ganz gut. So, und dann können wir hier hoch. Konnten wir hier was tun, außer cool auszusehen? Wahrscheinlich nicht. Wie auch immer Chewbacca hochkam, hinterfrage ich jetzt mal nicht. Aber wir sind endlich beim Millennium Falcon, genau. Ich wollte gerade sagen, beim Blue Falcon, aber das war ein falsches Spiel, falscher Film, falsches Franchise quasi. Gut. Ist ja nicht mal ein Film, ist ja. Der Blue Falcon ist ja von F-Zero. Nicht von irgendwas anderem. Ist ja auch kein Film oder sowas. Falsches Franchise also. Und allgemein falsches alles gefühlt. So. Kommt jetzt der komische Schnüffelmann raus. Der komische Spion oder was auch immer er ist. Also echt. Sieht halt aus wie so ein Elefant mit seiner komischen Maske. Komischer Elefantenmann. Der Elefantenmensch oder so. Gibt's doch ja auch wirklich so Elefantenmenschen oder so. Er ist der erste davon gewesen. Nein, darüber macht man sie nicht lustig, aber er sieht halt wirklich aus mit seiner Maske wie so ein Elefant. Frag mich, was er sich dabei gedacht hat. Dachte, damit wirkt er cool. Ich kann ihm was verraten. Das ist nicht so. Oh komm, jetzt hör auf, hier dich so rar zu machen und jetzt wirst du hier mal abgeschossen. So eine feige Sau. So eine feige Sau ist der Typ. So, wo ist er denn jetzt? Da ist er wieder. Gut, noch zwei Treffer und wir haben es dann auch. Wo er auch immer jetzt aufgetaucht ist, dort. Dort ist er aufgetaucht. Komm jetzt nochmal hinterher. Nee, schade. Schade, schade. Das ging nicht so leicht, aber jetzt aber. Bitte. Ja. Komm, stirb. Danke. Dankeschön. Gern geschehen. Schön tot noch, sozusagen. Und tauchen wir einfach mal ab mit dem Millennium Falcon. Ja, wunderschön. Wunderschön, wie sich die Sturmtruppler aufrichten müssen. Oder sowas in die Richtung. Oh no. So, das nächste könnte sogar eventuell wirklich ein Raumschiff sein. Das war der Großmoff Tarki. Der mieseste nach Darth Vader und Darth Sidious, würde ich sagen. Wahrscheinlich noch mieser als Darth Vader und Darth Sidious. Naja, mecker mal rum, so viel du willst. Dich hört eh keiner mehr. Und da wurde der erste Planet vom Todesstern zerstört. Oh no. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Wir haben natürlich Han Solo freigespielt. Endlich sind wir nicht mehr Solo, denn wir haben Han Solo. Bedummt. Entschuldigung. Der war schlecht. Aber wir setzen die Story einfach fort. Ich denke mal, der Part ist jetzt schon relativ lang. Aber das macht nichts. Wir packen trotzdem zwei Level pro Part sozusagen, weil. Ja, dann kommt so ein kurzes Level und dann ist doof, wenn wir da ein Level haben, bla bla bla. Kapitel 4, rette die Prinzessin. Ach, ist das das Level, wo wir an dieser, ich glaube, ich weiß es. Prinzessin Leia ist an Bord des Todessterns gefangen und weigert sich immer noch dem bösen Darth Vader zu verraten, wo der Rebellenstützpunkt versteckt ist.
Inzwischen haben Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi einen gewissen Han Solo beauftragt, sie zu Leias Heimatplanet Alderaan zu fliegen. Sie entkommen dem imperialen Truppen auf Tatooine und springen in den Hyperraum. Doch Alderaan ist verschwunden, sein Volk wurde Opfer von Darth Vaders Ungeduld. Dort, wo der Planet früher einmal war, liegt nur noch der düstere Schatten des Todessterns. Oh no. Hier ist kein Fahrzeuglevel, oder? Oder fliegen wir jetzt mit dem Millennium Falcon? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schön wär's an sich, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist ein reguläres Level, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Wir gehen jetzt nämlich auf den Todesstern und müssen uns da teilweise verkleiden dann, ne? Irgendwie sowas habe ich noch in Erinnerung. Ich bin zwar eigentlich auf der einen Seite ganz froh, dass kein Fahrzeuglevel ist, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen. Ja, jetzt wird der Part wahrscheinlich über eine halbe Stunde lang. Vor allem wenn der Part, also wenn das Level genauso lang geht wie davor das Level, dann wird schwer, aber mal schauen, ne? Ah ja, jetzt hier mit der tollen Verkleidung. Was? Da seid ihr? Wir kennen uns nicht, ne, ne? Schön mit Sturmtruppler-Verkleidung. Naja. Das ist dann doch auch letzten Endes irgendwie der Abschnitt, in dem Ben stirbt. Spoiler. Ich glaube, irgendwie so war das. Wir versuchen das Ganze natürlich trotzdem durchzurushen. Auch wenn es jetzt nicht mehr so easygoing geht wie damals, weil ich nicht mehr alles weiß. Genau. Okay. Ich glaube, ich weiß aber, wie wir da lang kommen. Setze mir den Helm auf, bitte. Dankeschön. Dann kommen wir hier auch durch. Genau, hier ist ja alles durch die Sturmtruppler-Sachen teilweise geschützt. Was ja auch richtig ist, weil warum sollte das ja auch offen sein für alle Personen quasi? Das wäre ja Schwachsinn. So, was geschieht hier? Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Oh, 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 das wäre knapp gewesen. Das war knapp, das nicht einzusammeln. Gott sei Dank bin ich sehr vorsichtig gewesen und habe es letzten Endes geschafft, es nicht einzusammeln. So, R2, komm mal her. Komm mal ran auf den Meter. R2 sagte ich, nicht Han Solo und nicht Luke und nicht Chewbacca. Genau. Ja, wunderschöne Fotos der Prinzessin. Hulala. Und da verlässt uns Ben dann auch wieder. Tschüss, Ben. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Zumindest halt. Die Droiden hauen auch ab, ne? Naja. Das heißt, wir haben nur noch Chewie, Han und Luke. Nicht so schön, aber ist okay, denke ich mal. Muss halt, ne? Muss halt werden. Das ist ein Bonusabschnitt, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Daher machen wir das nicht. Daher machen wir das nicht, sagte ich. Ich weiß aber gerade gar nicht so genau, wo wir hin... Achso, da ist die Tür offen. Entschuldigung, hab's nicht gesehen. Aber ja, ist ja logisch. Ben verteidigt uns jetzt vorher, glaube ich, noch, ne? Ein bisschen zumindest. Und dann macht er uns einen Weg frei oder macht er uns keinen Weg frei? Er macht uns keinen Weg frei, der Arsch. Warum nicht? Ah ja, weil wir außen rum müssen, genau. Ich hatte es noch so ein bisschen im Kopf, aber auch nicht mehr komplett. Die Droiden haben wir zum jetzigen Zeitpunkt eh nicht. Da können wir sowas hier knicken. Hier ist nur ein bisschen Money. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Gut, bitte sterben. Bitte sterbt alle zusammen. Dankeschön. Danke, vielen Dank. So, können wir die ausschalten von hier aus? Bestimmt, ne? Können wir Ben einen Weg frei machen. Und der macht uns dann den Weg frei, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Genau, der müsste jetzt doch daraus irgendwas basteln, ne? Eine Brücke für uns, genau. Ich hatte es noch richtig im Kopf. Was auch immer er da jetzt macht, ist mir aber auch vollkommen egal eigentlich. Hauptsache, ich komme weiter. Mach du mal, Ben. Mach du mal. Soll mir relativ egal sein, was du da veranstaltest für eine Kacke. Hier kommen wir nicht durch. Habst du die Befürchtung, dass ich irgendwann ganz aus Versehen, so kurz vor Ende wahrscheinlich, so ein Minikit einsammle, so. Und dann denke ich mir so, toll, alles normal. Alles normal, nur wegen diesem einen Minikit. Spaß aber. Das wäre dann halt doof, aber naja.
okay. Ich dachte vielleicht, wir können mal was tun. Aber nein. Kann man einen Helm von denen haben? Nee, ne? Ist doof. So, muss ich mir wahrscheinlich einen Helm von vorher mitnehmen aus dem vorherigen Raum, oder? Sowas wird sein. Sowas wird sein. Welche gab es doch irgendwo so einen Helmspender? Dort ist der Helmspender an. Den muss ich dann halt bis dahin behalten. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach wird, wenn die Sau hier mich die ganze Zeit beschießt. So, die Sau da auch nicht. Komm, gib mir einen Helm. Ja, haltet mir die Säcke vom Leib und dann will ich meinen Helm. Meine Güte. Ist das denn zu fassen? So, kommen jetzt noch welche? Nee, okay. Jetzt haben wir das erstmal erledigt. Soweit. Ich hoffe, da kommen jetzt auch allgemein keine mehr. Denn ich habe keine Lust mehr auf die. Diese Leutchen hier. Stattdessen will ich das hier machen. Und dann weiterkommen. Danke. Danke, vielen Dank dafür. Und danke, dass ich doch nochmal ein bisschen weiterkommen darf. Dann rotieren wir ein bisschen. Rotieren im Kreis. Bleibt das irgendwann hängen? Ja, okay. Wollte gerade fragen oder wollte gerade sagen, das muss doch irgendwann hängen bleiben. Bleibt es auch, wenn man es richtig anstaubt. So, ich verliere hier nicht mein Helmchen. Ich bin schließlich Lord Helmchen, für die, die Spaceballs kennen. So, tolle Parodie auf, ja, auf Star Wars. Ich weiß gar nicht, ob das viele kennen oder eher weniger. Ich weiß aber eigentlich so ein. Ist so ein Film, so ein richtiger Klassiker eigentlich, von daher könnte man den kennen. So, hier bräuchten wir einen Jedi, den haben wir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Stattdessen müssen wir uns irgendwo einen Helm organisieren. Ich sehe auch schon wo. Und zwar dort, wo ich gerade gestürzt bin. Nein, aber hier. Bitte einen weiteren Helm für mich. Dankeschön. Dankeschön. Und bitte nervt mich nicht. Dankeschön ebenfalls. So, und dann können wir auch den Weg hier öffnen. Einen weiteren Weg. Ein weiterer Weg steht uns offen. Du kannst mich mal. Du gehörst nicht zu meinen Freunden. Du gehörst nicht zu meinen engsten Freunden. Kreis du wie Chewbacca. Ach, sag mir nicht, ich muss gleich nochmal zurück und mir den Helm holen. Och, ich. Nee. Ich hab wieder im Kopf, warum ich diese Passage gehasst habe. Weil es so oft Backtracking ist, wenn man halt andauernd irgendwie, ja. Oder gab's hier einen Helm? Nee. Wenn man sich halt andauernd einen neuen Helm holen muss und bäh. Das ist echt doof. Finde ich doof gemacht. Wahrscheinlich gibt's da irgendwo einen Helm, bloß ich bin zu blöd, den gerade zu finden. Und bevor ich jetzt irgendwie ewig suche, hole ich mir lieber hier vom Backtracking einen Helm und dann ist gut. Das ist aber auch so ätzend, dass man den nach einem Schuss schon verliert. Das ist doof. Warum? Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn man den verliert, sobald man halt komplett gestorben ist. Ist der Kopf denn so schwach, dass man quasi, wenn man einmal angeschossen wird, gleich der Helm wieder abfliegt, wenn es nicht gerade ein Headshot ist? Und ich meine, mit einem Headshot, dann wärst du sofort eh tot. Also, naja, Spiellogik halt, ne? So, pass auf, das musste ich jetzt gar nicht machen. Mach's nur just for the fun. Nee, war. Doppelte Punktezone. Das ist ein extra Bonus. Warte, ich gehe zurück. Das brauchen wir nicht. Es war umsonst. Dum, dum, dum. Aber ist okay. Ist okay. Ich will mich da nicht beschweren. Ich bin doof. Und das ist okay. Ich habe verstanden, dass ich doof bin. Verzeiht mir das bitte. Ganz dringend. Und dann ist alles gut. So, was ist das denn hier? Für ein wundervoller Schalterraum. Ich habe keinerlei Ahnung mehr, was hier geschehen muss. Von daher gehe ich einfach mal bis zum Ende hindurch. Ich hoffe, dass es mich nicht das Leben kosten wird. Irgendwie, also. Kommt mir hier durch? Nö. Okay. Oh Gott, das wird schrecklich. Das wird schrecklich. Oh, nee. Das war jetzt nicht wirklich so eine Passage, wo man das machen musste, oder? Oh, ich bin da auch nicht schnell genug zu. Also, ich mache das ja schon so schnell ich kann eigentlich, aber irgendwie.
Hä? Bin ich doof oder doof? Bin ich doof oder bin ich nicht doof? Ich weiß es nicht. Was sind das? Freunde? Nee, ne? Das sind keine Freunde an sich. Hä? Aber ich bin gar nicht so schnell, dass ich das machen könnte. Ihr helft mir auch nicht, oder? Okay, ich habe sie mal kurz ankommen lassen, weil ich nicht wusste, ob sie vielleicht sogar befreundet sind, aber nein, sind sie nicht. Ach so, ah, oh, ich bin dumm. Ich bin sehr dumm. Tut mir sehr leid. Ja, okay. Jetzt ist klar, natürlich. Jetzt ist alles klar. Hm, ja. Hat nicht gesehen, dass sich da eine Tür geöffnet hat, quasi. Tut mir sehr leid. Aber macht ja nichts, ne? Das Level müsste jetzt auch endlich... Oder ging es noch in den Milchschlucker weiter? Oder ist es erst für das nächste Level? Locky mit dem Knochen. Alles gut. Okay, der Milchschlucker ist das nächste Level erst. Gut zu wissen. Gut, Han Solo als Sturmtruppler und Luke Skywalker als Sturmtruppler. Schön. Gut, wahrer Jedi nicht. Alles nicht. Alles schön. Alles gut. Mos Eisleys Cantina zurück. Ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt ging. Ich hoffe, er ging nicht übelst übertrieben lang. Aber selbst wenn, dann macht das doch nichts. Alles gut. Haben noch keine Hektik hier. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage Tschüssikowski, euer Flastvieh. Und möge die Macht mit euch sein. Bye, bye.